Hallo, hallo, ich bin der Max und eigentlich muss man sich eigentlich irgendwie was Spezielles überlegen, wenn man jetzt eine Begrüßung macht, so mit Winken oder so, oder ist egal. Hallo, ich bin der Max und heute gibt es wieder einen Videoblog. Ich habe hier ein sehr spezielles Setup gewählt und wie ihr seht, habe ich auch den Hintergrund entfernt. Ich habe mich ausgekeyt und ich glaube, da ist es sowieso immer so ein Problem, wenn man so mit den Händen so arbeitet, ne? Frank Sirius zum Beispiel, der macht immer mit seinen Fingern so. Das ist halt so sein Markenzeichen. Aber ich weiß nicht. Also ich versuche das trotzdem möglichst ein bisschen zu begrenzen, weil ich habe mich ja ausgekiet und dann ist halt irgendwo sind die Arme dann ab. Ja, also mit Appe Arme geht es vielleicht auch. Vielleicht sollte ich so einfach meine Videoblogs machen. Nichtsdestotrotz ist ja auch scheißegal. Seid gegrüßt und ja. Heute wieder ein Videoblog und ich möchte so ein bisschen über Themen sprechen, die mich gerade interessieren, was gerade so passiert bei YouTube mit der neuen Plattform VidMe, mit der Alternative sozusagen und auch was Twitch angeht. Möchte ich ein bisschen drüber quatschen. Ich hoffe, es interessiert euch. Wenn nicht, dann schaltet einfach ab und guckt Tanzverbot oder ApoRed oder Unge zu. Vor knapp 3 Monaten habe ich ein Video gemacht mit dem Titel Ich bin raus. Und da habe ich halt erzählt, dass ich momentan irgendwie so eine Tiefphase habe und irgendwie keinen Bock habe, Videos zu machen. Und ja, vorerst sozusagen keine Videos mehr mache. Das war eigentlich so die Aussage. Und mittlerweile habe ich einfach Bock, wieder Videos zu machen, weil ich bin schon irgendwie so eine Rampensau und habe schon irgendwie Bock, mich auch zu präsentieren im Netz. Aber ich weiß halt immer noch nicht, wie genau, was ich genau machen will. Weil ich so viele verschiedene Interessen habe und eigentlich kein Mensch bin, der sich gerne irgendwie festlegen möchte. Deswegen heute auch mal hier dieses Setup. Ich nehme mich mit der Webcam auf. Das geht einfach. Und als Aufnahmeprogramm nutze ich Mirilles Action. Einfach aus dem Grund, weil ich hier mehrere Audiospuren zeichnen kann. Das heißt, wenn ich hier Audio im Browser abspiele oder euch irgendwas zeige und da Audio dabei ist, dann kann ich meine Stimme trotzdem davon separieren, weil ich halt einfach die Stimme auf eine zweite Audiospur aufnehmen kann und das kann ich mit OBS zum Beispiel nicht. Ob das Keying, also das Hintergrundentfernen, gut funktioniert, das muss ich selber erstmal gleich im Schnitt sehen. Naja, jedenfalls habe ich jetzt ein Video hochgeladen. Fidi Brassel reagiert auf das nervigste Video der Welt. Wer es noch nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Vielleicht gefällt es euch, vielleicht ist das nicht eure Art Humor. Und grundsätzlich ist da auch kein Konzept dahinter. Das ist einfach nur so Philipp Rassel und dann loslabern. Das ist halt ein Typ, der labert Scheiße und das kann ich halt ganz gut. Und das ist alles improvisiert. Also ich schreibe mir da kein Skript. Vielleicht sollte ich es tun, aber ich bin da auch nicht so der Typ. Also ich kann zum Beispiel keine Gags schreiben. Das kann ich nicht. Ich kann ein Videokonzept schreiben für ein Musikvideo. Das kann ich. Daran arbeite ich auch momentan. Nicht für ein Musikvideo von mir, sondern eher für eine Rockband, die hier im Kölner bzw. oberbergischen Raum ja, musiziert, nennt sich Dave Zwieback. Und ja, die möchten ein Musikvideo produziert haben und das mache ich. Da gibt es leider nur ein schmales Budget und das meiste vom Budget wird sowieso für Technik und den ganzen Krempel ausgegeben, der für das Video notwendig ist. Aber ich hoffe, das wird gut. Das Konzept steht eigentlich schon. Jetzt müssen wir noch einen Drehplan schreiben und ein kleines Storyboard basteln und dann muss die Technik rechtzeitig ankommen, die wir uns mieten wollen. Naja, nichtsdestotrotz, wenn ihr Bock drauf habt, dann werde ich euch da ein bisschen von den Hintergründen auch mal erzählen, vielleicht auch was zeigen. Vielleicht machen wir auch so ein kleines Making-of. Und da habe ich echt Bock drauf. Das macht mir auch eigentlich am meisten Spaß und eigentlich würde ich da auch gerne in dem Bereich arbeiten, aber ich habe das halt nie gelernt. Und ich bin auch kein Profi, ne? Ich bin ja nicht mal Profi, was YouTube angeht. Also YouTube, wenn man sich YouTube anguckt, dann passiert momentan ziemlich viel. Die Trends sagen alles aus. Hier Mr. Trashpack mit seinen News. Miguel Pablo, habe ich vorher noch nie was von gehört, ist in Behandlung. Der ist wahrscheinlich einfach mit dem, was bei YouTube passiert ist, mit ihm um seine Person ist einfach nicht klargekommen. Und das erklärt er auch in dem Video. Da muss ich auch erstmal sagen, Hut ab dafür. Also hier so, Hut. Hut ab. Also. So, jetzt aber mal Hut ab hier dafür. So, ja, jedenfalls, Dagi B ist fett geworden. Interessiert mich ehrlich gesagt weniger, weil ich bin auch fett geworden und Mr. Trashpack sollte vielleicht der Letzte sein, der über fette Leute redet. So, und ApoRed muss 50.000 € zahlen, das stimmt nicht, der wurde nur verwarnt.
und soll jetzt einfach sein Impressum mal korrekt aufsetzen. Und er hat sich da in seinem Video auch ein bisschen merkwürdig geäußert. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Alter, weißt du, stellt sich hin als der dickste Typ auf YouTube, verdient wahrscheinlich einen Haufen Kohle damit und ist so naiv und so doof, das nicht auf die Kette zu kriegen. Und er hat ein Netzwerk und kann sein Netzwerk eigentlich als Impressum angeben, weil das halt letztendlich sein Management ist. Und das ist auch korrekt so. Da frage ich mich, warum nicht gleich? Warum musste er erst einen Brief bekommen? Aber gut, ist halt so. Naja, auf YouTube ist halt weiterhin fleißig. Ganz, ganz toll. Was gut funktioniert, sind halt einfach Videos mit sehr, sehr niedrigem Niveau. Das funktioniert. Auch die Kreativität ist nicht wirklich sehr hoch. Und ich glaube, da stehe ich mit meinen Philipp Rassel-Videos noch ziemlich gut da. Tanzverbot, man sieht es hier, da war die Polizei schon bei ihm zu Hause. Auch eine krasse Geschichte, was da gerade um ihn passiert. Und momentan macht er Videos, in denen er wirklich ganz normaler Mensch ist. Wo man halt einfach seine echten Emotionen sieht und nicht dieses aufgesetzte Gehate und Geprolle und große Fresse haben und so. Ja, er ist halt einfach nur ein ganz normaler Typ, der in einer Messi-Wohnung wohnt, in seinem eigenen Dreck lebt und einfach mit dem Erfolg, den er gerade hat, auch mit seinem Gehate ziemlich viele negatives Feedback bekommt. Und wenn es halt so weit geht, dass das Privatleben verletzt wird, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist es einfach No-Go. Ja, und da bin ich auch ganz bei ihm. Einige Leute haben ja unter meinem Tanzverbot-Heulsuse-Video schon so ein bisschen Quatsch geschrieben, beziehungsweise halt mich auch gehatet, beziehungsweise halt einfach mich kritisiert. Aber offensichtlich haben sie nicht mitbekommen, dass ich im Video eben auch ganz klar Stellung beziehe zu dem, was da mit ihm passiert, mit Tanzverbot. Also das ist ein No-Go und das ist auch nicht in Ordnung. Aber ich habe meine Meinung dazu und ich sage auch meine Meinung dazu. Und natürlich ist es überzeichnet. Und natürlich habe ich das Video absichtlich gemacht, weil ich genau wollte, dass die Leute sich angelockt fühlen. Deswegen steht da auch Tanzverbot eine Heulsuse. Das hat nichts mit Heulsuse zu tun, wenn man sich in einem Video hinstellt und sagt, Alter, die Leute wollen mir gerade mein Leben kaputt machen, weil sie mich persönlich belästigen und meine Privatsphäre kaputt machen wollen. Aber Fakt ist auch eins, wenn Tanzverbot so naiv ist und glaubt, dass er im Internet sicher ist und sich hinter seiner YouTube-Identität verstecken kann, dann ist das eben nicht der Fall. Und da muss man einfach lernen, dass das eben nicht so ist. Und das tut er gerade. Und wenn man vorher nicht daran denkt, dann zumindest jetzt. Und er hat ja nun einige Vorkehrungen getroffen, dass er möglicherweise bald wieder in Ruhe leben kann. Und das ist auch richtig so. Aber dass es erst so weit kommen muss, ist halt sehr, sehr schade. Für mich ist YouTube irgendwie so eine Plattform geworden, da ist halt einfach sehr viel Müll unterwegs. Und deswegen schaue ich eben auch nach VidMe. Weil VidMe eigentlich ein sehr, sehr nettes Format ist, beziehungsweise eine sehr nette Plattform, die ja momentan einen sehr großen Ansturm von Deutschen erfährt. Da haben sie auch ein Video dazu gemacht. Und ich hoffe, dass sie da vielleicht eine Funktion reinbauen, dass man das auch trennen kann. Einfach nach Ländern oder nach Sprache. Gibt es einige User auch im englischen Bereich, die sich darüber schon geäußert haben. VidMe eine tolle Plattform und ich finde sie wirklich einfach nett und überschaubar. Und vielleicht bildet sich hier eine andere Community. Es gibt natürlich jetzt mittlerweile viele große YouTuber, die hier zu VidMe wechseln, weil sie hier einfach auch sehen, dass das vielleicht noch eine zweite Plattform sein können kann auf der sie ihr Zeug verbreiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre es lieber, wenn VidMe mehr so guten Content fördert und YouTube weiter den ganzen Trash behält. Das wird natürlich nicht passieren. Was ich cool finde an VidMe ist, wenn ich zum Beispiel YouTube-Videos von meinen, wenn ich YouTube-Videos auf VidMe kopieren will, dann geht das ziemlich einfach. Ich nehme hier so ein Video von YouTube und nehme einfach den Link und setze den hier bei VidMe rein. Und schon fängt VidMe an, das Video einfach zu ziehen. Also von den Servern von YouTube zu den VidMe-Servern und es nimmt halt alles mit. Die Beschreibung des Videos, das Thumbnail des Videos
Und das muss, da muss ich sagen, das ist wirklich top. Das ist wirklich, wirklich top. Das ist einfach eine coole Funktion. Und da muss ich sagen, Hut ab with me. Also ihr müsst noch ein bisschen was dran arbeiten, aber vielleicht könnt ihr mit dem Feedback ja auch was anfangen. So, und dann gibt es halt noch Twitch als Plattform. Da kann man auch Videos hochladen und natürlich gibt's ja auch genug Videos hier auf Twitch. Aber wenn du nicht schon einen großen Twitch-Kanal hast, dann bringt dir das recht wenig, weil die Leute nehmen nicht extra Notiz von deinen Videos, sondern die schauen ja eigentlich Twitch, weil du streamst, weil du online bist. Ja, aber auch große YouTuber, die bei Twitch streamen, die laden eben auch YouTube-Videos hier hoch, zum Beispiel der Gronkh. Also auch eine vielleicht interessante Plattform. Ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn ihr mal auf Vidme auf meinen Kanal schaut, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich dort unterstützt, weil ich brauche euch. Ihr seid meine Community, meine aktiven Zuschauer, auch wenn das nicht viele sind, vielleicht bloß 100, 200 Leute, immerhin 200 Leute, die meine Videos schauen und einige von euch eben auch immer fleißig kommentieren und aktiv sind. Und darüber freue ich mich unglaublich, auch wenn das eben nicht viel ist. Aber vielleicht wird es mehr. Ich werde mir Mühe geben und ich möchte schauen, dass ich auf alle Fälle irgendwie was Sinnvolles finde. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, Fidi Brassel macht jetzt nur noch irgendwelche Reaction-Videos. Ne? Das war halt eigentlich nur mal so ein kleiner Spaß, weil ich den ganzen Reaction-Scheiß, den unter anderem der Unge macht, einfach mal so ein bisschen auf die Schippe nehmen wollte. Ja, das war's von mir. Ich sage danke fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von mir sehen wollt. Ob ihr vielleicht mehr so Videoblogs wollt, ob ich mich speziell auf spezielle Themen beziehen soll. Was euch interessiert, würde mich einfach mal weiterbringen. So, danke und ich hoffe, euch gefällt das mit dem Ausgekieten auch ohne Arme.